I'm doing my apprenticeship as an audiovisual media designer, and it takes 3 years, and I'm now in my second year. And when I'm not here, I'm at school. I'm going to school in Cologne, and I'm there like every 2 months for 3 or 4 weeks. In school, it's a lot theory, and here in Bennohaus, I can do something. Yeah, I choose Bennohaus because I was here 1 year before my apprenticeship, and I've done a social year here, and I liked it very much, and so I applied at several companies for this job as an audiovisual media designer, and at the end I got an offer from the Bennohaus. I get like 500 euros in a month. I think it's good to have an apprenticeship before you study, maybe, because yeah, you have something like practical done. Also ich bin jetzt im ersten Lehrjahr und dann muss ich jeden Dienstag und jeden zweiten Donnerstag zur Schule. Also das ist eine duale Ausbildung, nennt sich das. Meine Ausbildung geht 3 Jahre und nach diesen 3 Jahren Schule und im Betrieb mache ich noch eine Abschlussprüfung. Wenn ich die bestehe, dann kann es weitergehen. Meine Eltern haben zu Hause einen eigenen Hof und nach der Ausbildung werde ich da wahrscheinlich weiterarbeiten. Meine Ziele sind, hier viel zu lernen und auch einiges mitnehmen zu können, was ich dann vielleicht auch später zu Hause mal anwenden kann. Morgens fange ich hier mit Kälberfüttern an und abends muss ich dann immer melken. Und dazwischen variiert das dann immer. Nachmittags fahre ich meist noch zum Bullenstall mit einem von hier und dann füttern wir da noch die Bullen. Und dazwischen variiert das dann so ein bisschen, was gerade so anliegt. Also für mich ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil einfach ich könnte nicht den ganzen Tag auf dem Büro sitzen und am Schreibtisch irgendwie rechnen oder so. Das wäre nichts für mich. Draußen die Arbeit mit den Tieren, die macht Spaß. Es ist jeden Tag was Neues, es wird nie langweilig. Ja, die Ausbildung ist einfach wichtig. Und zu Hause konnte ich die nicht machen. Mein Papa, der darf nicht ausbilden. Also dafür muss man extra nochmal 2 Jahre zur Schule gehen. Das hat er damals nicht gemacht. Ja, und wenn man auf einen anderen Betrieb geht, lernt man auch einfach mehr. Zu Hause, da bin ich noch den Rest meines Lebens nachher. Und dann, ja, wenn ich hier lerne, dann kann ich das vielleicht auch für zu Hause mitnehmen.